2066, Ressourcenkampf. Was gibt es zum 200-jährigen Jubiläum des Roten Kreuzes zu feiern? Gibt es überhaupt etwas zu feiern? Damals, bei der Gründung des Roten Kreuzes, sprach niemand vom Ende der Kriege. Es war schon viel, dass die Kriege durch Regeln gezähmt wurden. Ja, die Menschlichkeit im Krieg mag zynisch klingen, aber sie ist ein Fortschritt. Nach den verheerenden Weltkriegen im 20. Jahrhundert, da wurde es endlich laut gesagt: Nie wieder Krieg. Das sagten die Verlierer und die Gewinner. Ehemalige Feinde wurden Freunde. Trotzdem gab es immer noch Kriege. Aber Kriegsjubel, den gab es nicht mehr. Ein Fortschritt. Internationale Organisationen versuchten bei Konflikten zu schlichten. Manchmal waren sie erfolgreich, manchmal nicht. Aber sie versuchten es. Ein Fortschritt. Damals in Solferino kam für viele Verletzte die Hilfe zu spät. Aber einige überlebten. Wie viele? Zum Zählen hatte niemand Zeit. 200 Jahre später steht das Rote Kreuz überall im Einsatz. Weltweit sind die Ressourcen knapp geworden. Um die letzten Ölvorkommen und um Trinkwasser wird mit Gewalt gestritten. Zusammengekaufte Kampftruppen führen temporäre Kriege. Aufgrund extremer Wetterbedingungen und instabiler politischer Verhältnisse wechseln die Schauplätze von Flüchtlingselend und Hungersnot rasch. Was gibt es nach 200 Jahren zu feiern? Jeden Tag eine Handvoll kleiner Siege im großen Elend. Niemand hat Zeit, sie zu zählen, aber sie zählen.